Was halten die Europäer denn nun wirklich von uns? Was halten sie von uns? Was halten zum Beispiel die Spanier von uns? Ja, nur mal ein Beispiel, ja, jetzt in der ganzen Euro-Krise. Und da haben wir jemanden gefunden, die haben eine Antwort drauf, nämlich es sind Lalilu und außerdem die NDR Big Band. Sie haben lange Nasen und ein bleiches Gesicht. Sie haben Angst wie Hasen, sie pflegen ihren Rasen. Vom Wandern haben sie Blasen, ab depressive Phasen und sind ständig vor Gericht. Sie wissen nichts von Stolz und nichts von Leidenschaft. Ihr Herz niemals schmalt, ihre Kondome sind aus Holz. Die meisten sind Trolls, sehen aus wie Olaf Scholz, ohne Saft und Kraft. Doch einen gibt's in Alemannia, der ist im Herzen wie in Spanien. Frauenverführer, ihr fragt mich, wer? Der Mann an der Heer, auch Merkel liebt ihn sehr. Und darum ist er, ihr Kanzleramtsminister. Ronald Bofala, was für ein Temperament. Hat er was getrunken? Ein Tanzbodenknaller. Ronald Pofalla. Der Pofalla-Tanz. Ronaldo, er ist ein Rhetoriker, kein Jeremacher, und vielleicht ist er euer nächster Kanzler. Ronaldo. Lalilu, die NDR Big Band, das NDR Fernsehballett, es ist sensationell.